Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wu-Tai Matt hier und ich präsentiere euch Part 4 der Blu-ray Overview. Ja, ihr seht, ich habe ein BVB-Trikot an. Ich liebe diesen Verein. Schwarz-Gelb geht gar nichts drüber. Das ist der beste Verein der Bundesliga. Her BVB. Ich würde ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich genügend Werbung für den BVB gemacht. Jetzt mache ich Werbung für meine Blu-ray. Ich hole den ersten Stapel der vierten Reihe raus und sag mal, bis gleich. So, das ist wieder sehr eng. Machen wir es mal so. Und so. Mit dem ersten Film von mit Paul Walker, Hours. Richtig trauriger Film. Es geht darum, er hat seine Frau verloren, die Mutter geworden ist, oder besser, die beiden wurden älter. Das Kind liegt natürlich im Brutkasten und es ist der Sturm Katrina über New Orleans. Krankenhaus wird evakuiert, natürlich der Brutkasten kann man nicht mitnehmen und eben halt, er muss da bleiben. Plünderer kommen und er muss natürlich sein Kind retten. Nur der Akku dieses Brutkastens wird leer, weil natürlich irgendwann mal kein Strom. Und dann muss er mit einer Kurbel und einem Generator den Brutkasten mit Strom versorgen. Die Zeit läuft. Ein Jason Statham Film, Redemption. Ja, ich bin kein Freund von Jason Statham. Die Unfassbaren. Für mich der beste letzte Nicolas Cage Film. Mit John Cusack und Vanessa Hudgens, Frozen Ground nach einer Tatsache. Er hier, ein Serienfrauenmörder. Und Nicolas Cage muss den Fall aufdecken. Man kann ihn sich angucken. Und auch der Matty, der andere Matty, hat den Film auch letztes Mal in einem Video präsentiert. Und ich hoffe, du hast ihn gesehen. Und sagst mal was dazu. Jetzt kommt Matt Damon, Jodie Foster, vom Regisseur von District 9, Elysium. Ja, nicht meins. Da ist eher der Film was. Mark Wahlberg und Dwayne Johnson in Pain and Gain. In einem wunderschön geprägten Steelbook. Die süße Jennifer Aniston und Jason Sudeikis. Wir sind die Millers im Extended Cut. The Factory mit John Cusack. RIPD, Rest in Peace Department mit Jeff Bridges, Rain Reynolds. Gut, gut, guter Film. Man kann sich auch darüber schlapplachen. Und Jeff Bridges Filme gehen auch immer, finde ich. Hi im Wirbelsturm, Sharknado, Uncut. Das ist das Ende. Naja, aber nicht das Video ist das Ende. White House Down, für mich der bessere Film. Olympus Has Fallen, habe ich ja im dritten Teil gesagt, hatte leider Pech, weil er musste gegen ihn ankämpfen. Und eben halt kommt noch After Earth mit dem Smith. Kein Kommentar. Und eben hat Denzel Washington und Mark Wahlberg in Two Guns. Guter Film. Und wieder rein. Das ist so eng, das Regal. Ich mag es ja, wenn es eng ist, aber so eng muss es auch wieder nicht sein. Und ich hole die da. So. Conjuring Teil 1. Gut. Paranomia, riskantes Spiel mit Liam Hemsworth, Gary Oldman, Amber Heard und Harrison Ford. Kam als nächstes. Through the Never, Metallica. BVB und Metallica gehen immer. World's End mit Nick Frost und Simon Pegg. Die fantastische Welt von Oz. Prisoner mit Hugh Jackman und eben halt den Jack Gyllenhaal. Gut. Vin Diesel in Riddick. Insidious Chapter 2. Ein starbesetzter Film mit so einigen Hammer-Schauspielern. Robbie Williams, Alan Rickman, Vanessa Redgrave. James Marsden sagt mir jetzt nicht. Lenny Kravitz spielt mit Terrence Howard, Cuba Gooding Jr., Jane Fonda, John Cusack, Oprah Winfrey und Forest Whitaker in Der Butler. Es geht darum, um einen afroamerikanischen Butler im Weißen Haus, wo einige verschiedene Präsidenten auch zu sehen sind, wie zum Beispiel Alan Rickman, John Cusack. Richtig schöner Film. Richtig schöner Film und
passt ja gut zu Black Matters oder wie diese Vereinigung hat. Gebt euch die mal. Ein Film mit Sandra Bullock und George Clooney. Gravity. Ich habe immer gehofft, dass Sandra Bullock stirbt. Ich mag keinen George Clooney, aber da ging mir Sandra Bullock so dermaßen auf den Piep. Die Jurassic Park Ultimate Trilogie mit Jurassic Park 1, 2 und 3. Muss den Film in der Sammlung zahlen. Thor mit Dark Kingdom. Und eben halt Smiley. Sieht das Ding aus wie ich? Nein. Schlecht. Ganz schlecht, meiner Meinung nach. Aber wenn ihr was anderes von dem Film haltet, schreibt es mir doch in den Kommentaren. Ich freue mich, was zu lesen. So, und der dritte Stapel wird jetzt rausgeholt von meiner Seite aus. Mama mia, komm raus. Mit Tom Hanks in Captain Phillips. Ashton Kutcher in Jobs, um die Geschichte von Steve Jobs. Arnold Schwarzenegger und Stallone in Escape Plan, guter Teil. Auch wenn der Arnold Schwarzenegger eine andere Synchronstimme hat. Die Trübute von Panem, Catching Fire. So möchte ich meinen Junggesellenabschied auch im hohen Alter feiern mit Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline, Las Vegas. Geil, also ich mag den Film. Let it go, let it go. Oder so ähnlich. Die Eiskönigin. Olaf ist der Beste. So, ein Film von Stephen King. Oder besser gesagt, Stephen King hat das Buch geschrieben. Nicht das Original, sondern das Remake. Mit Julian Moore und Chloe Grace Mortis. Ich mag Chloe Grace Mortis von der Optik. Ich mag auch ihre Filme. Ich mag auch diesen Film, aber er kommt natürlich nicht an das Original Carrie dran, wo John Travolta, Nancy Allen und ehemals Sissy Spacek mitspielen. Was haltet ihr von diesem Film? Würde mich mal gerne brennend interessieren. Wen mögt ihr lieber? Das Original Carrie oder das Remake? Schreibt es mir unten in den Kommentaren, bitte. Jetzt kommt Der Hobbit, Smaugs Einhöhle. Muss man haben. Michelle Pfeiffer und Robert De Niro und Tommy Lee Jones in Malvita, The Family. Meine Ex fand den lustig. Ich habe mich eher mit ihr beschäftigt, als ich den da erstmal gesehen habe. 12 Years of Slave, mal ganz schnell Thema wechseln. Matthew McCormie und Sam Shepard und Reese Witherspoon. Mod, kein Ausweg. Bis jetzt noch nicht gesehen. Jetzt kommt ein geiler Film. Ihr wisst, was ich jetzt meine. Mit Alan Arkin, Kim Basinger, John Bernthal, Kevin Hart, Robert De Niro aus Der wilde Stier und Sylvester Stallone aus Rocky. Zwei vom alten Schlag. Toller Film. Ich mag keine Stallone-Komödien, aber diese Komödie feiere ich. Ein Film von Martin Scorsese mit eben halt John Favreau, Margot Robbie, Matthew McCormie, eben halt auch dieser, wie heißt der nochmal? Ach, verdammt, wo ist er? Jetzt ist er weg. John Bernthal, genau, danke. Und Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Ja! Und eben hatten wir ja mit Carrie, was ist euer Lieblingsfilm? Carrie Original oder Carrie das Remake? Dieselbe Frage stelle ich euch auch bei diesem Film. Robocop, Original von Paul von Hoven oder das Remake? Welchen feiert ihr? Da gibt es nur einen. Und das war der dritte Stapel meiner Blu-rays der vierten Reihe. Und ich hole den nächsten. Was mir gerade auffällt, da ist bis jetzt nur ein Steelbook dabei. Hi. Irgendwie habe ich mir in der vierten Reihe keine Steelbooks gekauft. So. Hey. Als nächstes kam rein Ei Frankenstein. Ihr wisst es. Homefront mit Jason Statham, ein ansehnlicher Jason Statham Film. Auch ein Film, den ich feier, weil das genau so meine Richtung ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Jennifer Lawrence, Amy Edwards, Jeremy Renner, Bradley Cooper, Christian Bale, auch Robert De Niro spielt mit in
American Hustler oder Hustle. Toll, toll. Basierend von Tom Clancy mit Kevin Costner, der, wie heißt es nochmal? Ach ja, schön. Keira Knightley und eben halt den Chris Pine. Mann, ich trage schon eine Brille und kann es nicht lesen. Jack Reacher, Shadow Rescue. Okay, ist nicht Jack Reacher hier mit Harrison Ford oder mit Ben Affleck, aber man kann den Teil sich geben. Aber für mich der Schwächere. Fuck you, Goethe. Saving Mrs. Banks mit Emma Thompson und Tom Hanks. Kann man auf Disney gucken. Guckt euch den mal an. Matthew McComey, Jennifer Garner und Jared Leto in Dallas Buyers Club. Guter Film und auch ein Oscar-prämierter Film, den ich gerne sehe. Weil Matthew McComey, wie er sich da abgemagert hat als AIDS-kranker Patient, Hammer. Dafür hat er den Oscar auch verdient, genauso wie Jerry Leto als Franse. Hammer. Liam Neeson und ja, verdammt. Die Rothaarige, wie heißt sie nochmal? Ihr wisst, wen ich meine. Da ist sie. Da. Hat auch in Hannibal mitgespielt. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr wisst, wie die in Nonstop. Nick Nolte und Kate Beckinsale in Anklagemord. Auch einen Film, den habe ich eben als Trailer im Kino gesehen und musste sagen, wow, das könnte was sein. Aber am Ende war es dann wieder so eine Liebesgesülze mit Kit Harington, Carrie Ann Moss, Emila Browning und Kiefer Sutherland, Pompeii, wie der Vulkan ausbricht, gigantisch, gigantisch. Aber dieses Liebesgesülze, genauso wie bei Titanic oder Pearl Harbor, nee. Okay, dann wäre der Film nach 20 Minuten seiner gewesen. The Return of the First Avenger kam als nächstes. Ein Film, der auch wieder in meine Richtung geht, eben halt mit George Clooney, Matt Damon und Kate Blanchett und immer Bill fucking Murray, The Merman's Man. Es geht da drum, eben halt eine Elite-Soldatentruppe soll Kunstwerke vom Zweiten Weltkrieg retten. Russell Crowe. Noah, ich werde sehr biblisch. Ride Along mit Ice Cube und Kevin Hart. Und das war der vierte Stapel meiner vierten Reihe. Ich bin happy. Und jetzt kommt der letzte Stapel. Geh rein. Mama mia. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich die rausholen soll. Nein. So. Mit The Last Stand im letzten Video habe ich ja gesagt, das ist für mich der beste letzte Arnie-Film. Aber auch den darf man nicht unterschätzen. Man kann ihn sich geben. Sabotage. Aber komm nicht an Last Stand ran. Transcendence mit Johnny Depp. Vaterfreunde, Freude mit eben halt den guten alten Matthias Schweighöfer. Aber der Film kann man sich geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Da lache ich mich auch immer noch schlapp. Bad Neighbors mit Seth Rogen, Zac Efron und Rose Barney. Godzilla. Ja, ich freue mich schon auf Godzilla vs. Kong. Maleficent, die dunkle Fee. In Don Röschen war sie böse, in Maleficent ist sie doch irgendwie lieb. Muss man das verstehen. Der liebe Timo, aka der Hessensammler, hat mir jetzt letzten Monat im Mai der Snapper Case von dem Film gegeben und ich hatte den aber auch schon vorher auf Blu-ray. Natural Born Killers, ein geiler Scheiß. Genauso wie der Film ein geiler Scheiß ist. Mit Jeff Goldblum, William Dafoe, Adrian Brody, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Jason Schwartzman, Owen Wilson, und Ralph Fiennes, um einige nur zu nennen. Eben halt wieder von Wes Anderson, Grand Budapest Hotel. Wieder mein Geschmack. Also, ich mag diesen Film. Jetzt kommt ein Film mit Nicole Kidman, Tim Roth und Frank Langella. Ja, Grace of Monaco.
Es geht um halt die Fürstenfrau von Monaco. Die in welchem Film mitgespielt hat, schreibt es mir in den Kommentaren, weil Grace von Monaco war eine Schauspielerin aus Amerika. Und in welchem berühmten Film hat sie mitgespielt? In einem Alfred Hitchcock-Film? Schreibt es mir unten in den Kommentaren. Ich freue mich, was zu lesen zu haben. Adam Sandler und Drew Barrymore in Urlaubsreif. Gut. Ach ja, wie heißt er? Das steht hier. Edge of Tomorrow mit ehemal Tom Cruise. Kann man sich geben. Ist eben halt eine moderne Version von Und täglich grüßt das Murmeltier. Und jetzt auch im Film von den Typen, der Ted gemacht hat. Seth MacFarlane, Charlize Theron, Amanda Seyfried, Liam Neeson in A Million Ways to Die in the West. Wer den Film nicht gesehen hat, guckt euch den an. Also erstmal Liam Neeson in so einer blöden Komödie im Endeffekt. Schon mal krank. Dann eben halt der DeLorean. Oder besser die Szene mit dem DeLorean. Und mit Doc Emmett Brown. Hammer. Hammer. Ich mag diesen Film. Und ich glaube, den ziehe ich mir heute Abend rein. Dann kommt Devil's Due, die Teufelsbraut. Und ein weiterer Nicolas Cage Film. Joe, die Rache ist sein. Und das war der fünfte Stapel meiner vierten Reihe. Ich räume das mal eben ein. So, das war's erstmal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ein Däumchen nach oben. Wenn nicht, ein Däumchen nach unten. Schreibt mir mal zahllos in den Kommentaren, was ihr von dem Film haltet, welchen ihr gerne mal sehen möchtet oder welchen ihr schon gesehen habt und doch ein bisschen enttäuscht war. Und ich habe ihn doch gut geredet. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht nicht mehr so doll. Bis demnächst und tschüss.